Hallo zusammen, hier wieder bei Lange Live. Nach einer kleinen, längeren Corona-Pause sind wir wieder am Start und ich habe auch meinen ersten Gast wieder da, den Hannes Söhnmetz. Hallo Hannes. Grüß dich, Marc. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass jemand mal wieder hier sein darf und dass ich wieder hier mit jemandem reden darf, nicht nur online immer. Ja. Das ist. Tut gut. Ja. Also ich freue mich auch sehr und wir kommen somit hoffentlich ein Stück weiter ran an die Normalität. Ja, so der Plan von allen. Genau. Wir haben heute ein ganz tolles Thema für die Schlagzeuger. Es geht nämlich um die Dämpfung der Bassdrum, sowohl Schlagzeug-Bassdrum als auch Marching-Bassdrum. Wenn ich da immer unterwegs bin, sehe ich die wildesten Sachen. Da wird das Bett von der Oma reingestopft und die Katze vom Nachbar und weiß der Geier was. Lederjacke von der Motorradkluft. Alles. Also das haben wir wirklich schon alles gesehen. Und oft müffelt es dann auch, das Zeug. Und beim Transport, sobald man die Bassdrum dreht, fliegt der ganze Kladderadatsch da in der Gegend rum. Position vorbei. Und dann geht es wieder los, wieder alles irgendwie reinmachen. Und das ist mit diesem Produkt anders. Erzähl mal ein bisschen was. Das ist ein professioneller Bassdrum-Muffler, also ein Dämpfer. Kommt aus Kroatien von der Firma Sonitus Acoustics. Die sind bekannt für die Ausstattung von Studios, von Aufnahmeräumen, von Fernsehanstalten mit Bassfallen, Absorbern, Diffusoren, so Wandpanels. Und der Kicker, dieses Material, ist ein Akustikschaumstoff auf der Basis von Polyester und hat sich als besonders wirksam erwiesen, wenn es nämlich darum geht, unschöne Frequenzen in der Bassdrum rauszufiltern. Und wir haben das Ganze 2012 begonnen, haben uns orientiert natürlich an der Form der Trommel, also rund, und wollten zwei Drittel unbedämpft lassen, ein Drittel des Felds von der Fläche her bedämpfen und sind schlussendlich nach vielen Tests bei knapp 29% von der Fellfläche gelandet. Das ist der Urkicker, also the Kicker sozusagen. Der hat auch die größte Fläche, die er bedämpft, von den Ausmaß her, von der Form her. Der ist hauptsächlich für Rock und Metal, macht einen richtigen Dampf, also richtigen Kick und Punch, Stadionsound, sagen wir immer. Ist natürlich auch schön, weil wenn man zu Hause dann übt, dann motiviert das. Ne? Wenn du einen Sound hast, der so mächtig und voll klingt, so professionell klingt, dann wirkt sich das auf die Leistung aus im Üben und Proben. Macht deutlich mehr Laune dann einfach, wenn es gut klingt. Das war also der Urkicker, von dem ging sozusagen alles aus. Und was gibt es da noch für Varianten? Ja, wir sind inzwischen sogar bei dem All-in-One angelangt, aber es gab Zwischenstufen, die auch heute noch erhältlich sind, weil sie sehr speziell sind und damit auf jeden Fall in ihrer Form auch und in ihren Maßen. Also es gibt alle Bassdrum-Maße von 14 Zoll bis 28 Zoll, jede Tiefe, Sondermaße, ohne Aufpreis, was man möchte. Das ist hier der Kicker 2.0, der hat einen eingefrästen Schlitten im Prinzip, auf dem man dann eine Adapterplatte positionieren kann, kann ein externes Mikrofon montieren oder aber gibt es von der Firma Shure ein Nearfield-Mikrofon, also eine Grenzfläche, die genau diese Ausmaße, diese Aussparungen hat und die kann man sozusagen positionieren und dann unten kann man sozusagen die Grenzfläche dauerhaft in der Bassdrum belassen. Fürs Kabel haben wir noch einen Kanal geschnitten und man sieht dann nur das Kabel ab. Diese 300 Gramm, die das Mikrofon wiegt, das ist kein Gewicht. Bei der Version mit der Adapterplatte muss man das Mikrofon dann abschrauben und mitnehmen. Das ist dann sonst zu schwer. Vorteil auf der Bühne, nicht ein Stativ, wo man spart. Dagegen rempelt Gitarrist oder Sänger. Also das sind natürlich immer alles, also, was nicht dort steht. Immer gut. Man kann es dauerhaft drin lassen, es wird zwischen die Felle montiert. Es hat ein Übermaß von 8 mm bezogen auf die Kesseltiefe, wird also quasi fast eingespannt. Ist aber so flexibel, dass es die Bassdrum atmen lässt und mit jedem Schlag mitgeht. Was der große Vorteil bei dem Kicker 1 war, zusätzlich war noch der Umstand, dass diese Spitze sich sehr positiv auswirkt
auf den Punkt, wo der Bassdrumschlägel das Fell trifft. Ich habe dann mehr Kontrolle, weil ich quasi einen gewissen Gegendruck habe und kriege dann diese unerwünschten Double Trigger. Nicht? Mhm. Ja. Das heißt, es bietet sich eben auch an, wenn man die Bassdrum triggern möchte. Also wie gesagt, der Urkicker, der ist für Rock und Metal. Der 2.0 ist praktisch für Studio und Recording. Mhm. Man kann sehen, dass er dadurch auch weniger Fläche bedämpft. Also der ist eigentlich so der Universal-Kicker. Wir sind dann weitergegangen und haben uns noch eine Version überlegt, die noch weniger bedämpft. Das ist der Kicker 3. Bei dem haben wir jetzt eingebaut 3 Kanäle. Es gibt ja Schlagzeughersteller, sie haben zum Beispiel dieses Luftausgleichsloch in der Mitte vom Kessel unten und so. Damit das nicht verdeckt ist, haben wir also diesen unteren Kanal freigelassen. Beziehungsweise viele Schlagzeuger haben für das Mikrofon, für die Außenmikrofonierung, entweder auf 5 Uhr oder 7 Uhr Stellung so einen kreisrunden Ausschnitt, ein Bassreflexloch. Und das ist in der Regel ziemlich hart, was da noch übrig bleibt vom Fell. Und um das zu bedämpfen, haben wir dann halt zum Beispiel diese Ausschnitte verwendet. Das heißt also auf 5 Uhr Stellung habe ich dann das hier sozusagen bedämpft und den Rest sozusagen frei zum Schwingen. Oder alles, oder ich spiele mit geschlossenen Fällen. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, den Dämpfungsgrad selber zu bestimmen, plus die Möglichkeit, das in der Mitte durchzuschneiden und dann auch zu schieben. Also ich will mehr das Schlagfell bedämpft haben oder ich will mehr das Resonanzfell bedämpft haben. Das ist alles möglich. So. Und das mündet dann in den All-in-One, der eben die ganzen Vorteile hat. Der hat also auch diese Spitze, darunter den Kanal vom 2.0 und dann hier noch die sozusagen Röhren, die man rausnehmen kann. Die Poolnudel. Ja. Das heißt also, hier habe ich im Prinzip die Verbindung von den ersten 3 Modellen All-in-One. Mhm. Ja. Ja, das ist der Kicker. Klasse. Also wir haben den Kicker auch bei uns in unserem Verleih Schlagzeug. Da spielen jetzt wieder jede Menge Leute drüber. Felix Lehrmann zum Beispiel kommt jetzt nächste Woche und spielt da drauf. Trilo Gurto und so, die ganzen Jungs. Und die sind alle sehr, sehr zufrieden mit dem Sound und wie die Bassdrum reagiert. Ja. Also, freut mich sehr. Wir sind seit einem Jahr, anderthalb Jahren jetzt auf dem amerikanischen Markt. Sehr erfolgreich. Also den letzten, den ich jetzt bestückt habe in der Schweiz, war Billy Cobham. Mhm. Aber von Guns N' Roses über Metallica, egal wie groß, Verleiher und so weiter und so fort, der Kicker ist auf dem Vormarsch und das freut uns sehr. Tolles, unkompliziertes Produkt. Genau. Ich nutze es selber auch schon. Und preiswert. Das stimmt, ja. Und wie gesagt, auch Marching-Bereich nicht zu vergessen, weil da hat man oft, dann klemmt man wieder irgendeinen Filz rein oder sonst irgendwas und das ist alles so. Hier ist alles aufgeräumt, sauber und der beste Freund des Mixers. Ja, also wie gesagt, auch mal probieren, in den Marching Bass Drum reinzumachen. Wir haben das schon öfters jetzt probiert. Macht wirklich Sinn. Gibt einen schönen, fetten, kurzen Sound, so wie das ja auch sein soll. Sehr kontrolliert und knackig. Also macht Laune. Ja, prima. Ja. Dann, Hannes, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, Marc. Danke für die Einladung. Danke, dass du die Sachen vorgestellt hast. Gerne. Und wenn ihr sie probieren wollt, wir haben die gängigen Größen da. Wir brauchen den Durchmesser und die Tiefe. Das sind diese 2 Maße, die man braucht, dass es auch genau reinpasst in die Bassdrum. Alles klar, dann vielen Dank. Danke. Macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.